Hallihallo, da sind wir schon wieder. Ich leg mich jetzt mal schlafen. Ich habe mal gelesen, dass man da, glaube ich, Truhen daneben hinsetzen sollte. Dann befüllen die mit irgendwas die Truhen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. So. Auf jeden Fall machen wir weiter für das Schreibepult, was wir unbedingt brauchen, um einen Bibliothekar zu bekommen, der uns mit Büchern ausstattet, die wir brauchen, wie zum Beispiel das Buch Reparatur. Das Buch Reparatur, um es mal zu erklären, warum ich es eigentlich haben will. Für die gewonnene XP repariere ich meinen Gegenstand. Ein XP ist, glaube ich, eine Haltbarkeit. Und wenn der Gegenstand dann voll repariert ist, geht es in den normalen XP-Fundus über. Was so viel bedeutet wie, dass wir mit Haltbarkeit zusammen und wenn wir jetzt gut XP sammeln, unsere Ausrüstung immer reparieren und keine Materialien dafür hernehmen müssen. Oh, ich habe noch nie ein Schwein gekillt. Ich habe da gerade irgendwie dieses Schnauben gehört, aber ja, anscheinend schnauben so auch die Schweine. So. Sind Wolfies. So, da hinten war eine größere Fläche. Okay, es ist einfach nur ein Baum, der ein bisschen höher steht. Hallo. 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 So. Haben wir hier vielleicht noch zwei, drei Küchens? Oder Zuckerrohr? Was ich halt auch ganz gerne habe. Alter, hier sind viele Blumen. Das ist eine schöne Blumenwiese. Auf jeden Fall. Chickens, Esel. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Denn doch, da ist Zuckerrohr. Ich glaube, jetzt müsste man safe sein. Ich glaube, ein Leder brauche ich für ein Buch. Ich glaube, so war das. So. Einzige, was ich noch herausfinden will, ist, ob man nach einer gewissen Zeit wieder mit ein paar anderen Sachen handeln kann. Sprich, wenn Weizen nicht mehr handelbar wäre oder jetzt in dem Fall Kartoffeln und ich kaufe dann wieder was, ob das dann wieder handelbar ist oder nicht mehr. Das wäre halt wichtig herauszufinden. Und dann wäre es noch wichtig herauszufinden, ob sie irgendwann ihre ja, Sachen vertauschen. Also durchmischen, dass ich halt regelmäßig hin muss, oder ob ich mehrere Händler bauen muss von derselben Kategorie. So. Aber das finden wir dann alles heraus. Und es ist ja jetzt auch nur eine Notlösung, weil irgendwann möchte ich ja in meiner Butze zu Hause auch ein Dorf machen, indem ich da einen Dorfbewohner mit einer Leine entführe und die dann einsperre.
Das sollte eigentlich funktionieren. So. Ja, ihr macht das schon, oder? Ha. So, ein Lesepult. Das knall ich jetzt. Hierhin. Wer kommt von euch? Bist du der Schreiberling? Bibliothekar-Neuling. Okay. Du willst Papier. Kriegen wir hin. Papierkartoffeln. Papierkartoffeln. So, dann, was gibt's noch für Berufe? Jetzt schauen wir doch mal gleich. Was könnte man denn noch brauchen? Fischer ist Fass, Metzger, Räucherofen, Geistlicher ist Braustand, Gerber ist Kessel, Goldschmied, Schmiedetisch, Kartograf, Kartentisch, Maurer, Steinmetz, Panzermacher, Schmelzofen, Schäfer ist Webstuhl, Waffenschmied ist Schleifstein. Machen wir einen Schleifstein. Sagen wir mal. Den Waffenschmied hier machen. Da brauche ich noch mehr. So. Die Koordinaten muss ich mir dann noch ab. Fotografieren, das darf ich dann nicht vergessen, bevor ich dann wieder gehe. Ja, ihr macht das schon. Also ich, das Feld und das Haus hätte ich mir sparen können, obwohl irgendwann vielleicht ja, haben sie Platzmangel. So. Das machen wir mal ganz weg hier. So. Dieses Dorf wird aber weiter ausgebaut. Dann so nach und nach. Also jetzt nicht heute. Und auch nicht morgen in der Folge, ja. Sondern später. Zack, denn es sollte hier irgendwann mal verteidigt werden können. Gegen ja, eine Invasion. Schmiedetisch, Kessel, Lore. Kartentisch kann ich craften. Was fehlt mir? So, da oben. Du hier. Bist zum Waffenschmied. Wer geht hoch? Du da. Sehr gut.
Kohle für Smaragd. Drei Dinger für eine Eisenaxt. Passt. Okay. Das heißt, da können wir Kohle in Sachen umtauschen. Kohle. Schauen wir mal, wie viel wir da noch zusammenbekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier 2x17 kriegen. Okay. Fuck. So, 1x17 auf jeden Fall. So. Mich würde halt trotzdem interessieren, wie viel das quasi bringt, wenn ich... Habe ich hier nicht noch Fackeln? Doch. Hier muss ja noch bestimmt Kohle gleich sein. Ich meine, Kohle ist überall. Genauso wie diese Creeper. Da ist Kohle. So. So. Dann handeln wir noch mal mit dem. Ach. Was hast denn du im Angebot? Gelber Fahrer, rote Beete, komm. Schleimball, sonst nichts. Ach, jetzt willst du auch nur 15. Ah, okay, so viel bringt das gar nicht. Ah, jetzt bringt es auch nur noch 2. Ah ja, danke für die Eisenaxt. Okay, Papier, Kohle und... So Gedöns. Alles klar, Kohle, Papier, Kohle, Kartoffeln. Können wir handeln? Mit dem Papier-Dude müssen wir eher handeln, denn... Der Papier-Dude ist wichtiger für die anderen. Acht, 800 minus 800. Oh, dann kommen wir da irgendwo in die Berge hoch. Hier kommen wir dann, hier sind wir dann. Okay, ja, das passt eh. Perfekt. Auf minus 800 machen wir dann die U-Bahn. Das heißt, bei minus 850 graben wir dann so nach und nach nach oben. Nee, bei 750. So. Das passt. So.
So, runter da. Dann werde ich mir jetzt so nach und nach eine Handelsbox einrichten. Das heißt, dann wird der nächste Step jetzt sein, Kartoffeln und sowas anzupflanzen, was so viel bedeutet wie unser Bauvorhaben geht dann ein bisschen weiter. Was jetzt auch nicht verkehrt ist. Momentchen mal. Jetzt sind wir eigentlich schon mal in diese Richtung. So, ich glaube ja, ich glaube, das war unser Standardweg, oder? Hier. Ja. Ja, da leuchtet was in der Höhle. Naja, hier sind wir. Okay, also eine Handelsbox werden wir uns jetzt mal einrichten. Jetzt kommst du mal da rein. Du kommst mal hier rein. So. So. Gut, dann. Machen wir uns mal die Handelsbox. Knallen wir jetzt hier so hin. So. Kohle. Können wir zwei Stacks safe mal verkaufen, oder? Eigentlich ein drittes Stack auch. Und ein viertes. Kohle haben wir genügend, weil die Öfen sind ja auch voll mit Kohle. So. Kartoffeln haben wir nicht, Papier haben wir noch nicht. Bücher hätten wir erstmal genügend. Dass wir jetzt da mal eine Ladung zum Handeln herstellen können. So. Das heißt, ein Stack da rein, das da rein. So. Gut. Dann beginnen wir in der nächsten Folge jetzt tatsächlich mal mit dem Bauwerk. Da ich noch nicht ganz so weiß. Doch, machen wir hier. Hier ist die Mitte. Quasi. Dann kommt hier das Bauwerk hin. Und da die Felder. Das passt perfekt. So. Gut. Dazu brauchen wir aber Holz. Und jetzt habe ich irgendwo meine Äxte hin. Dass ich mich da schon mal für die nächste Folge ausrüste. Wir werden jetzt nicht erkunden. Wir werden jetzt tatsächlich nur Holz hacken in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss. Gehabt euch wohl. Tüdelü.